Hallo, mein Name ist Tom und ich programmiere ein Spiel. Heute ist das alles etwas zeitkritisch, deshalb kann ich hier keine großartigen Verwurschtelungen und Sprünge machen. Hier der Link zur neuesten Demon Dash-Version und mein Praktikumsarbeitgeber hat mir gerade mitgeteilt, sozusagen: Hey, yo, Cocos 2D ist voll out, wir benutzen jetzt Adobe Air und ActionScript 3. Lernet mal schnell jetzt. Jetzt sitze ich da, ich habe noch exakt 3 oder 4 Tage Zeit, um Adobe Air, ActionScript 3 und Starling zu lernen. Das wird richtig kacke. Deshalb habe ich auch keine Zeit, ein großartiges Video zu machen. Und vielleicht kommen die nächsten 3 Wochen auch keine Videos, weil das wird ganz schön anstrengend. Ich bin nämlich 2 Wochen nicht mehr am Rechner und dann kommt direkt ein Praktikum. Das heißt, ich habe in den 2 Wochen gar keine Zeit. Ich hoffe, ich kann auch jetzt für nächste Woche was schneiden, bin mir aber nicht sicher, ob ich es schaffe. Wenn nicht, sei mir nicht böse, ich lebe noch und bin damit zu tun, habe gewesen, total vielen kranken Scheiß zu lernen. Das wird total kacke. Oder super cool. Aber am Ende muss ich sagen, hey, ich kann Cocos 2D und ich kann ins Flash. Das ist schon mal ganz toll. In dem Sinne wollte ich dir noch was anderes zeigen, und zwar khanacademy.org oder .com oder sowas. Das ist eine sehr coole Seite. Das ist sozusagen eine Online-Schule, komplett kostenlos, aber mit Achievements. Das heißt, wenn du richtig geil Plus und Minus rechnen kannst, dann kriegst du da Plus und Minus Achievement und so weiter. Das geht dann hoch bis Analysis und darüber hinaus noch hinweg, und das ist schon ziemlich cool und vielleicht guckst du da mal rein. Ich bin den ganzen Tag schon am Rechnen. Klingt irgendwie seltsam. Na gut, dann schreib mir wieder in die Kommentare, wie du die neueste Demon Dash Version findest, was du kacke findest, was Bugs sind, und ich hoffe, ich kann auch irgendwann da auch mal dran weiterarbeiten in einem Livestream. Hui, das wird ganz schön anstrengend. Bis zum nächsten Mal.